Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Luches. Es ist jetzt die März. Luches, der dritte Monat, ist angebrochen. Tut mir leid, dass jetzt erst die Folge rauskommt, aber ich war in letzter Zeit richtig krank und down und so. Deshalb konnte ich noch nicht aufnehmen, aber jetzt geht's mir wieder besser. Nach dem Intro geht's los. Fangen wir wieder mit dem T-Shirt an. Verpackung, ne, könnte ich kotzen. Sieht ja aus wie The Witcher. Ja, The Witcher. Ist ja die halt. So. Einfach mal die Wand drauf gebummt. Scheiße. Dann geht's wieder. Ich weiß immer nicht, wo ich die Kiste hinstellen soll. Ein kleines Plüschtier von Rick und Morty in grün. Ich glaube, das leuchtet nachts im Dunkeln. Galactic Plüschs. Steht hier vielleicht drin, dass es leuchtet? Ne? Einfach ein grün. Wieder eine Serie, selbst Serie nie geguckt, werde ich auch nie gucken, weil ist nicht meins. So, dann haben wir hier mal wieder einen Pin, einen Pac-Man Geistpin. Ne? Von Pyramid. Rot ist gut, aber kommt, wir hätten lieber das Discount-Blau gehabt, ne? Wisst ihr alle Bescheid? Und dann haben wir hier ein Fruit-Drink Orange von den Minions. Den werde ich dann mal im Stream probieren. Jeden Montag und Mittwoch 19 Uhr. Siscon LP auf Twitch. Schaut mal vorbei. Den werde ich dann live im Stream probieren. So, dann haben wir hier noch. Kann ich nicht aussprechen. Wenn einer weiß, was das ist, ab in die Kommentare. Ein Regelbuch für das Spiel. Bestimmt so Dungeons, Dragons, Scheiß. Und als letztes haben wir hier noch, ich glaube, das ist die
Plus-Variante eine stinknormale Ant-Man-Figur. Und dann hier noch die nächste Postkarte. Retro Gamer. Alle Nintendo. Und Sega. Und so drauf. Ganz normale Postkarte. Dann können wir auch schon ins Lookbook gucken. So. Haben sie ja neu gemacht. Das ist die Plus. Okay. Na gucke, hier gibt es verschiedene Varianten zur Marvel-Figur. Und verschiedene Pins. Aber es gibt nur den roten einzelnen. Dann gibt es noch Pac-Man, Pac-Man selber und wie die Geister Pac-Man jagen. Aber es ist immer orange, ne? Ja. Dann gibt es auch bald die Luchas Ultimate Star Wars. Mal gucken, was die hier eintrifft. Und einmal hier die letzte Luchas. Könnt ihr euch das Video noch mal angucken, hier oben in der Ecke erscheint es jetzt. Und das war das T-Shirt letzten Monat. Tja, dann war es das auch wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt erstmal wieder ins Bett und werde weiterhin gesund. Ich bin euer Yannick Physiskon. Bis dann und tschüss.